Palim, da bin ich endlich mal wieder. Und zwar habe ich ein Riesenpäckchen, Paket ist es schon, von der lieben Elfriede bekommen. Die Elfriede hat das schon lange, lange, lange angekündigt. Und ja, das gab dann einige Umstände, warum es sich verzögert hat. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm, liebe Elfriede. Ich freue mich da total drüber. Abgesehen davon ist das ja quasi ein angekündigtes Überraschungspaket. Und da brauchst du dich nicht entschuldigen, wenn es länger dauert. Ehrlich nicht. Ganz lieb von dir. Ich freue mich. Oh, guck mal. Okay, es geht schon gut los. Hier steht drauf, erst am Geburtstag öffnen. Das werde ich dann machen. Dann kommt das weg. Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Ich freue mich. So, das muss ich aber verstecken, weil sonst halte ich das nicht aus. Ich glaube, ich werde es meinen Kindern zur Verwahrung geben. Post für mich. Wie süß. Ich finde die Sticker so toll. Aber die lese ich mal eben ohne euch. Ach, du musst dich nicht entschuldigen. Das ist doch, wenn du mir was schicken möchtest und das länger dauert, dann ist das doch gar nicht schlimm. Es ist doch nicht so, dass ich dann hier sitze und sage, Mensch, du hast mir aber versprochen, dass du mir was schickst. Und wann kommt das denn jetzt endlich? Du bist so lieb, ehrlich. Nein, auf gar keinen Fall bin ich dir böse. Ach, du Nudel. Ich freue mich darüber total. Und du brauchst dich nicht entschuldigen, wenn ein Überraschungspaket später kommt. Auf gar keinen Fall. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Für Kosmetiktücher eine Box. Das Papier ist schön. Guck mal, mit glitzernden Flamingos drauf. Ich glaube, ich muss mal den ganzen Karton wegstellen, sonst komme ich nämlich hier überhaupt gar nicht weiter. Weil ich sonst keinen Platz habe. So, ich bin ja wieder super vorbereitet. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Eine Box, hast du die selbst gebastelt? Ich bin gespannt. Die liebe Elfriede ist nämlich nähwütig und sie hat ihre Liebe zu Junk Journals entdeckt. Und ich meine, sie ist auch auf Facebook zu finden. Aber da muss ich erst nachfragen, ob ich sagen darf, wie sie heißt, weil sie ist dann nämlich mit Vor- und Zunamen nur gelistet. So. Ach, wie schön. Ach, cool. Guckt mal. Das Papier kenne ich, das hatte ich auch. Guck mal, sogar innen. Ach, du hast es tatsächlich vollständig selbst gemacht. Perfekt. Ja, so zum Abnehmen finde ich genau richtig. Dann kann ich da die Box reinstellen. Super. Jetzt habe ich schon. Das klingt vielleicht doof, aber ich erkläre es danach. Jetzt habe ich drei verschiedene Taschentücherboxen. Und zwar hat mir die liebe Elfriede schon mal eine genäht. Das sieht dann aus wie ein Sofa. Dann habe ich ja die von meiner Tochter bekommen. Und jetzt habe ich die. Und das ist genau richtig so, weil ich nämlich ständig Taschentücher brauche. Die meisten von euch wissen es schon mittlerweile, dass ich andauernd schniefe in den Videos. Das ist einfach so. Ich bin. Entweder bin ich das halbe Jahr lang allergisch und dann bin ich das andere halbe Jahr lang bin ich immer erkältet. Also ich habe immer irgendwas und brauche deshalb dauernd Taschentücher. Seht ihr, da geht es schon wieder los. Nein, ich habe kein Corona. Guckt mal, wie schön. Fokussiert es? Ja, jetzt. Oh, lecker, da habe ich jetzt auch Lust drauf. Ach, die ist toll geworden. Da freue ich mich drüber. Ich danke dir. Die wird, kann ich heute nicht bestücken. Verflixt. Ich glaube, ich kann. Ja, ich werde auf jeden Fall Taschentücher, diese Tuchboxen dafür holen und dann werde ich es bestücken. Ah, oh, und jetzt ziehe ich schon direkt das nächste raus. Da hat sie mir eine Tasche genäht. So eine runde, das ist eine Bobbeltasche, sage ich jetzt mal. Klasse. Mit doppeltem Zipper sogar. Oh, wie schön. Und ist das eine Thermotasche? Ist das ein Thermostoff? Ich weiß nicht, wie man sie nennt, aber es fühlt sich gerade so an. Da könnte man natürlich im Sommer auch irgendwie zwei Dosengetränke gekühlte reinstellen, oder? Muss ich dich nochmal fragen. Es wirkt ein bisschen so. Also entweder Mini-Bobble oder Kaltgetränke. Ist schön geworden. Richtig schön. Boah, was du alles nähen kannst, ne? Guck mal hier, eine Paspel. Das heißt doch, glaube ich, so, ne? Hier auch. Nee, da nicht, da wohl. Schön ist die geworden. Ja. Und auch schön bunt.
Super cool. Mit Henkel. Finde ich gut. Ja. Ach. Es ist immer so schön, von dir Päckchen zu bekommen. Ach, guckt mal. Das lag dazwischen. Ein Squishy. Ich liebe Squishies. Ach, die fühlen sich einfach immer so toll an. Und es gibt sogar welche, die gut riechen. Aber ich rieche gerade nicht so viel. Ich glaube, der ist geruchlos. Ach, wie cool. Oh, ich liebe das. Ich könnte die stundenlang knautschen. Ich finde die toll. So, das ist das nächste Päckchen. Oh, da fühle ich einen Stiel. Ich glaube, das ist ein Paper Pop. Ein Karottenpapier. So. Mit der Schere klappt das nicht gut. Okay, dann machen wir es so. Ich muss mal die Kamera ein bisschen anders machen, sonst stoße ich da mit meiner Rübe ständig vor. Oh, ist der schön. Ach, guckt mal. Der ist ja cool. Ah, ich glaube, den hast du aus einem Überraschungsei. Ich mache das auch so gerne, dass ich so Sachen aus Überraschungseiern verbastel. Ach, wie schön. Guckt mal. Boah, und das ist eine Arbeit, ne? Hier überall die Glitzersteinchen drumherum. Was für eine Verpackung ist das? Das hast du selbst gebastelt. Das ist keine fertige Verpackung. Wahnsinn, voll schön. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte was kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht. Super schön. Ach, ist der toll. Guckt euch den an. Ich neige immer dazu, zu viel Pailletten und Glitzerzeuges da reinzumachen. Ich finde das gut, so wie du das gemacht hast. Aber ich kann da nicht an mich halten, wenn ich sowas bastel, dann kommt da immer zu viel rein. Ach, schön. Ja, auch mit der Spitze. Der ist wirklich schön. So, so sieht man es besser. Ah, ich danke dir. Der ist ganz toll. Ich habe ein Glas. Da stehen alle meine Paper Pops drin. So, da kommt er jetzt dazu. Ich bin immer noch dabei, meinen Raum ein bisschen mehr zu strukturieren und aufzuräumen. Ich glaube, das werde ich nie schaffen. Das ist eine never-ending story. Aber wenn irgendwann, dann kann ich euch das alles mal zeigen. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon mindestens 3 Videos von diesem Raum gemacht. Aber da er noch nicht fertig ist, mag ich es noch nicht zeigen. Ja. So, ist da ein Zettel dran? Nein, aber es ist weich. Dann wollen wir doch mal schauen. Ach, guck, mit der Hand geht es wirklich besser. Oh, oh ja. Oh, ist das schön. Das sind meine Farben. Sowas mag ich. Oh, wie cool. Du hast mir noch Reste reingepackt. Oh, klasse. Dankeschön. Ein paar Stoffreste. Das ist schön. Guck mal, das zusammen sieht toll aus. Das ist wieder so ein Utensilo. Ah, ich liebe deine Utensilos. Die sind so cool und ich benutze die so gerne zum Häkeln zum Beispiel. Ich hab ja immer 53 verschiedene Projekte gleichzeitig. Ich kann ja nicht nur eins machen, das wird ja langweilig. Dann braucht man ja Abwechslung. Ne? Wenn man ein Tuch häkelt und da mehrere Wochen lang dran rumhäkelt, dann braucht man irgendwie auch was Kleineres zum Häkeln als Ablenkung. Und deswegen brauche ich so viele von solchen Taschen. Ist die schön geworden, guckt mal. Super toll. Fällt mir richtig gut. Wie hast du denn den Boden da reingemacht? Aha, okay. Ja, ich verstehe. Super, super toll. Oh, was bist du denn? Ach nein, wie süß. Guckt mal, mit einer Schleife. Das ist ja drollig. Ach, wie schön. Ich weiß noch nicht, was reinkommt, aber ich finde es ganz toll. Das ist schön. Der Stoff ist auch zauberhaft. Und dann die Schleife hinten drauf ist natürlich eine grandiose Idee, ne? Wie hübsch.
auch von innen mit reingearbeitet. Unglaublich. Du hast so tolle Ideen. Das ist mega schön. Und dann innen drin mit, wie heißt das nochmal? Flieseline, Bügelflies, auf jeden Fall was zum Versteifen. Das ist richtig standhaft. Haha, da ist eine Büroklammer drin. Das war bestimmt keine Absicht, oder? Schön ist die. Richtig schön. Ach. Oh, ich freue mich voll. Deine Päckchen sind so toll. Oh, was ist das denn hier? Oh, hier ist noch was aus Papier gebastelt. Das lag da so links an der Seite mit drin. Das Papier ist auch wunderschön. Ah, Christmas steht drauf. Und hier ist ein toller Nikolaus oder Weihnachtsmann, wie auch immer man es sehen möchte. Ah, mit Magnet? Ja. Oh, ist das schön. Guckt mal. Das sieht ja toll aus. Ah, wie nennt man sowas denn? Ein Journal in einem Flipbook? Ich weiß es nicht. Ach, ist das tolles Papier. Wunderschön. Ah, und dann hier ganz viele. Oh, wie schön. Oh, toll. Ganz viele bunte, verschiedene Papiere drin. Oh, und reingenäht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hast du gemacht. Okay. Boah, ist das toll. Schönes Papier. Wunderschön. Und noch eine Signatur. Ah, und hier mit kräftigen Farben. Oh, und Pastell. Oh, wie toll. Und hier vorne ist noch so ein Umschlag. Was ist da drin? Ach, die Reste aus dem Papier. Guckt mal. Stanzteile. Oder ich weiß nicht, wie man sie sonst nennt. Süß. Ach, und das könnten zum Beispiel Fotomatten sein. Ja, oder eben. Oh, das ist echt toll, das Papier. Das finde ich eine super Idee, wenn man jemandem was bastelt und das Papier dann einfach noch übrig hat, weil das der Verschnitt ist, dass man das dann einfach mit reinlegt. Finde ich grandios. Ja, oder eben als Karten, ne? Karten oder Journaling Space. Toll. Super schön. Boah, das ist echt schön geworden. Auch mit Magnet. Habt ihr es gehört? Da. Sowas vergesse ich immer. Ich habe auch keine guten Magnete für Papierbasteleien. Deswegen mache ich das einfach nicht. Und wenn ich sie hätte, würde ich es wahrscheinlich vergessen, weil ich es schon so noch nie gemacht habe. Oh ja. Ach, guck mal. Boah, ist das schön. Wieder zwei Signaturen. Einmal in bunt. Toll ist das. Super tolle Farben. Und einmal in weiß. Mega toll. Ja, dann habe ich ja mein Weihnachtsalbum für dieses Jahr hier fertig vor mir liegen. Will ich ja schon seit Ewigkeiten machen, dass ich mal so ein Weihnachtsfest einfach mit Fotos und ja, eben allem, was einem so einfällt, festhalte in so einem tollen Buch. Und jetzt habe ich so ein tolles Buch für mich. Das ist super schön geworden. Liebe Elfriede, ich danke dir ganz herzlich. Das war eine Menge Arbeit, das sieht man schon. Und du hast auch damit genau meinen Geschmack getroffen. Ich mag sowas total gerne. Also ich habe ja viele Geschmäcker und ich mag ja sehr viel. Aber so dieses Vintage und leichte Rosen dabei, das finde ich ganz zauberhaft. Also es ist eine tolle Überraschung. Mega schön. Ja, das werde ich in Ehren halten. Und es sind noch 4 Päckchen hier drin. Das ist unglaublich. Okay, hier ist etwas, das kullert. So. Dann wollen wir mal schauen. Irgendwas Hartes im Untergrund? Papier oder sowas? Oder ein Block oder irgendwas in der Art?
Und da drüber ist noch was, das kullert. Ich bin gespannt. Na, krieg ich es nicht raus. Ach, wie süß. Oh, wie schön. Guckt mal. Da, das hat gekullert. Da ein Schmetterling und ein Herz. Ach, wie niedlich. Boah, das ist aber eine tolle Spitze. Ist das schön. Das Papier ist auch ganz toll. Oh, ein Dankeschön. Ach, coole Idee, alte Strickbücher zu nehmen. Super. Oh, das ist wirklich schon alt, ne? In altdeutscher Schrift. Und alte Schnittmuster. Na, meine Finger sind zu trocken. Da wieder so eine schöne kleine Elfe. Ich kann das ganz oft nicht lesen. Wolle und Flanell. Das Waschen von Seide, Kunstseide, Wolle und Flanell. Ja, das S sieht aus wie ein F, ne? Wie ein Friedrich. Oh, guck mal, wer da zu Besuch ist. Ja, wo bist du denn, Maus? Ey, zeig dich auch. Da. Ja, Joggingbuchse habe ich an. Ja, wer hat das nicht an gerade? Seedballs. Ach ja, Samenbomben, genau. Das ist eine tolle Erinnerung. Das wollte ich letztes Jahr schon mit den Kindern machen, habe ich dann doch nicht gemacht, aber dieses Jahr. Vogelfutter, Blumenwiesen. Das machen wir dieses Jahr selbst. Ach, schön. Ein Junk Journal. Lavendel. Ah, Backpapier. Was für tolle Bücher du hast. Da wieder eine Elfe. And they lived happily ever after. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ein Elfenjournal. Süß. Ich glaube, so einen Block hatte ich auch mal. Ach, guck mal. Mit Musterklammern hast du es gemacht. Und ja. Ach so, nee, eine. Ich dachte, du hättest es mit Musterklammern insgesamt festgemacht. Pina, sei nicht so neugierig. Behüt dich Gott. Ach, da wieder so eine süße Elfe. Schön. Ist das wohl für meine Mäuse gedacht? Ich glaube, ich schreibe dich gleich mal an. Könnte ich mir vorstellen. Das ist echt schön. Toll hast du das gemacht. Ach, da kann man sich so einen Bilderrahmen, so ein Häuschen selber machen, oder? Ein Fotoframe. Ja, ein Bilderrahmen. Welches ist denn das? Ach, das sind drei. Das sind alle drei. Verzeihung. Ein Häuschen mit Schornstein, ein Häuschen ohne Schornstein und was anderes. Ja, das ist cool. Das ist klasse. Ja, aus diesen MDF-Platten. Hier, da. Das sind so MDF-Platten. Ach, guck mal. Ist sogar schon fast fertig. Man braucht sie noch dekorieren. Super. Super klasse. Ich glaube, das werde ich tatsächlich dann an meine Mäuse abtreten, weil die einfach total Bock darauf haben, in ihrem Zimmer viele Familienfotos hängen zu haben. So, und fürs Haus habe ich halt andere. Was ist das denn? Ui. Ach, zum Aufstellen. Ach, guck mal. Moment. Einen Augenblick. So. Und dann ist hier so ein Notizzettel dran. Wie cool. Das ist ja niedlich. Süß. Ja. Ich überlege gerade, wo es hinkommt. Ich glaube, direkt in den Flur. Auf die Kommode, die wir da haben. Und dann können wir uns Erinnerungszettelchen schreiben. Das ist ja niedlich. Ey, Pina, du bist aber wirklich neugierig, ne? Guck, guck. Dann komm doch hoch. So. Das ist süß. Ah, und sogar noch ein Magnet dran. Ja, super. Perfekt. Tolle Idee. Ich sehe solche Sachen immer ganz oft im Action und weiß nie, was ich damit machen soll. Aber die Idee ist natürlich super, das einfach zu basteln und es dann weiter zu verschenken, wenn man selber nicht so genau weiß,
wo man es sich für sich zu Hause hinstellen könnte, aber es halt einfach gerne selber basteln möchte. Finde ich gut. Also ich will dir das nicht unterstellen, aber das war jetzt ein Resümee für mich. So. Ah, hier sind Päckchen für Emilia und Marlene. Okay, die werde ich hinterher zeigen. Die werde ich nicht auspacken. Das ist ja, boah, zwei Riesenpäckchen. Und sie sind weich. Ich nehme an, die liebe Elfriede hat wieder für die Puppen genäht. Das hänge ich dann hinten dran, das Video, wenn die Kinder das ausgepackt haben. Also dann zeige ich, was sie eingepackt hat. Weil die Kinder möchte ich nicht im Video haben. Und du bist ganz schwer. Was bist du denn? Ein Buch oder so? Du hast dich selbst übertroffen, liebe Elfriede. Ehrlich. Ich dachte, das sei nicht möglich nach den letzten Paketen, die du mir geschickt hast. Oh, nein. Oh, wie schön. Oh, Moment, ich muss mal eben Näschen putzen. So, Nase sauber. Guckt euch die mal an. Oh, wie toll. Und dann hier mit dieser schwarzen Spitze. Das Hintergrundpapier ist auch der Burner. Super schön. Oh, und von innen auch nochmal. Boah, was für ein tolles Papier hast du. Die Hexe ist toll. Guck mal hier eine Mumie. Boah, das ist der Hammer. Ja, da kann ich dann was reinlegen. Hast du das selbst gebunden? Oh, wie schön. Moment, nicht, dass ich was überschlage. Ach, du hast es reingeklebt. Jetzt erkenne ich es, ja. Auch eine tolle Idee. Da wieder ein Briefumschlag. Oh, das Papier ist so toll. Noch ein Briefumschlag. Wow. Oh, sag mir mal, woher du die hast. Die Papiere, hast du die irgendwo bei Etsy bestellt? Wieder ein Briefumschlag. Super cool. Die sieht ja niedlich aus. Guckt mal. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Oh, ist das schön. Das gefällt mir voll gut. Boah, danke schön. Richtig toll. Ich liebe solche Bücher. Oh, und ein Roboterbuch. Das hatte ich, glaube ich, mal, das Papier hier mit Schmetterlingen drauf. Ah, Gummiband, sehr schön. Oh, ist das toll. Ja, Retro ist auch super. Guckt mal, wie schön das ist. Ah, hier ist ein Bellyband. Das ist toll, das Papier. Das mag ich. Kassetten. Ach, Kassetten waren so toll. Da ist eine Tasche. Und fertig. Oh, toll. Super. Mega. Jetzt habe ich auf jeden Fall ganz viele neue Notizbücher. Total klasse. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Das ist der Burner. Das ist so, obwohl das Christkind wollte ich gerade sagen. Das Weihnachtsalbum ist auch so schön. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich am tollsten finde. Also ein wundervolles Paket. Ja, ich sage an dieser Stelle nur ein ganz kurzes Tschüss, weil gleich zeige ich dann ja noch die Sachen, die die Kinder geschenkt bekommen haben von dir. So, Marlene präsentiert jetzt ihre Geschenke von der lieben Elfriede, was sie gerade alles ausgepackt hat. Genau. Das finde ich total schön. Ich finde es auch schön. Die Farbe ist toll und das glänzt so toll, ne? Das ist ein Portemonnaie zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder ein Geldhalter. Ein Geldhalter. Ein Portemonnaie ist doch ein Geldhalter. So, leg das mal hin. Andersrum. Entschuldigung. Andersrum. Das finde ich auch besonders schön. Für deine Puppe, ne? Mhm. Das ist so toll geworden. Und so viel Arbeit. Mhm. Warte, lass es nochmal liegen. Okay. So, warte. Jetzt guck mal, wie filigran das Muster ist. Was für ein dünnes Garn sie dafür benutzt hat. Also unglaublich. Filetgarn, würde ich sagen, ist das.
Und damit hat sie mal eben ein Puppenkleidchen gehäkelt. Ein bisschen weiter nach oben. Das sieht von hinten aus. Genau. So, und dann das nächste. Hier, bitteschön. Das finde ich auch besonders schön. Genau, immer so von vorne. Ja, das sieht man auch gut. Und dann zeig mal oben die Knöpfchen. Da. Genau. Und sie hat, glaube ich, hier so ein Muster gemacht. Ja, das sieht aus wie ein Rautenmuster, ne? Mhm. Ich glaube aber, dass das zufällig ist, dass die Wolle so war, das Garn. Die Knöpfe sind total schön. Ja. So, hier ist dein nächstes. Ich glaube, so noch mal gezeigt. Ja. Das finde ich auch besonders schön. Das glänzt und glitzert. Mhm. Das ist ein bisschen wie das Sternenkleid, das ich dir gemacht habe. Mhm. Das ist auch wirklich ganz super. Das ist auch ein Muster. Ja. So viele schöne Puppenkleider. Mhm. Hier, bitteschön, das nächste. Dazu habe ich, glaube ich, schon Sachen, die ich gut finde für ein Outfit. Ja. Dafür habe ich auch so eine weiße Mütze. Das ist auch toll. Das ist aus Baumwolle. Auch richtig schön. Genau. Da ist noch ein kleiner Knopf. Mit deinem Kopf nicht in die Kamera. Okay. Genau. So, super. Der ist süß, ne? Mhm. So, hier bitteschön. Dazu habe ich auch schon ein Kleid und eine Mütze. Warte, wir gehen mal näher ran. Lass es mal liegen, sonst sieht man es nicht. Ganz zauberhafte Schuhe mit Sternchenknöpfen. So, hier. Okay. Jetzt das kommt dein Lieblingsoutfit, ne? Das ist die Mütze von meinem Lieblingsoutfit. Und das Kleid kommt jetzt auch. Genau, dann schieben wir die Mütze einmal weg. Ein schönes Ballkleid. Ja, ganz weit ausgestellt. Wie bei Cinderella. Ja, genau. Das ist dein Lieblingsoutfit. Mhm. Das ist auch wunderschön. Ich schaue noch mal die Schuhe dazu. Hier sind die Schuhe. Ja, das sieht man nicht auf der Kamera, wenn du es drüber legst. Das ist, okay, warte, dann gehen wir einen Schritt zurück. Nee, kann ich nicht so weit hoch machen. Da oben die Mütze, da das Kleid, da die Schuhe. So. Genau. Danke, Elfriede. Hast du gut gemacht. Dann bring mal Emilia, damit sie auch ihre Sachen präsentieren kann. So, und jetzt präsentiert Emilia, was sie von der lieben Elfriede geschenkt bekommen hat. Hier, bitteschön. So, kannst du es sehen. Genau. Erst habe ich hier diese Tasche bekommen. Hier ist das nächste. Achso. Die ist toll, ne? Ja. Dann diese super süße... Was ist das eigentlich? Ein Bär? Würde ich sagen. Ja. Ja, diese super süße Bärenmütze. Die ist echt knuffig. Ja. Bitte schön. Dann noch diese süßen Schuhe. So, genau, leg's mal hin, dann kann man es besser sehen. Ja, genau. Hier, bitteschön. Dann noch... Ich glaube, das soll ein Poncho sein für meine Babyborn. Und das passt mir sogar als Rock. Genau. Aber vielleicht passt es dir ja auch als Schulterwärmer. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Ja. So, next. Dann. Ja, nicht so weit runter, sonst passt es nicht. Habe ich hier noch diese Jacke bekommen? Entschuldigung. Ich finde das so schön mit diesem... Mit diesem hellen Grün und dann diese gelben Knöpfe. Ja, finde ich auch. Das sieht richtig toll aus. Weiter geht's. Hier, bitteschön. Dann haben wir hier eines meiner Lieblingssachen von dem Tauschpäckchen. Dieses super süße Kleid. Ich finde nicht mal mehr ein Tauschpäckchen, sondern einfach ein Überraschungspäckchen. Ich finde die Farbkombination auch so schön. Dieses helle Lila und dieses dunkle Lila mit dem Weiß und Schwarz dazwischen. Ja, das ist wirklich zauberhaft geworden. Ja. So, hier kommt wieder eins meiner Lieblingskleider. Dieses hier. Da finde ich das auch ganz schön mit diesem Weiß und dann das Rot und dann hier auch mit den weiß-roten Knöpfen. Ja, absolut passend, ne?
Ja, und es ist so schön dünn. Ja, auch das ist wieder, glaube ich, aus Filetgarn gehäkelt. Da hat Elfriede mit Sicherheit Ewigkeiten dran gesessen. Ja, und dazu habe ich auch eine passende Mütze. Ja, die hattest du schon mal, glaube ich, von ihr geschenkt bekommen, ja, ne? Ja. Und last but not least, bitteschön. Und noch eins meiner Lieblingskleider. Ja. Ich finde das hier auch mit diesem zarten Gelb so schön. Das ist wirklich toll. Ja. So, das war's. Also Elfriede hat fleißigst gehäkelt und gewerkelt. Also liebe Elfriede, du hast zwar nicht gesehen, wie sie es ausgepackt haben, aber ich kann dir versichern, man hörte nur ein einziges Gequietsche und oh, ist das süß und oh, ist das schön. Und sie waren beide total aufgeregt. Danke, Elfriede. Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir für die wunderschönen Sachen, die du uns gewerkelt und geschenkt hast. Oh, Marlene hat ihr Baby schon angezogen. Guck mal her, zeig's mal rein. Okay. Da. Ach, wie süß. Schön, das hast du gut gemacht. Also, ich dachte, du siehst, das ging unter die Füße, dass man die Schuhe gar nicht anziehen müsste. Nee, passt genau, ne? Mhm. So muss es sein. Mit Pampers drunter. Mhm. So, dann nimm die mal wieder mit. Nur nach die oben. Ärmel sind ein bisschen zu groß für sie. Die Ärmellöcher, ja, aber so kommt sie gut rein, ne? Wenn sie. So, und Emilia hat ihre Puppe auch schon angekleidet. Du bist dran, wenn du was sagen willst. Okay, Emilia weiß nichts zu sagen. Sie möchte aber so gerne präsentieren, wie es aussieht. Die Schüchchen sind ein bisschen zu groß, sagt sie. Die fallen immer von den Füßen ab. Aber da werde ich mit Sicherheit ein bisschen was machen können. Ich werde wahrscheinlich einfach ein Gummiband oder sowas einziehen. Ich weiß jetzt, was die Mütze sein soll. Ja? Das soll eine Eule sein. Wegen dieser spitzen Nase. Ah, okay, lass mal sehen. Schnabel. Okay. Ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es kein Schnabel ist, sondern dass das eine Bärchenschnute ist. Kann aber auch ein Hund sein. Genau, wie auch immer. Es sieht zauberhaft aus und gefällt es dir? Mhm. Super. So, dann zockel mal ab mit deiner Süßen und dann kann ich das Video hier beenden. Ja. Liebe Elfriede, tausend Dank. Ja. Japp, hörst du noch im Hintergrund, das war Marlene. Also wir haben uns alle so riesig darüber gefreut. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Du hast unsere Freude, glaube ich, gehört. Und ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Richtet euer Krönchen und tanzt weiter. Tschüss.